Bereits 1998 wurde das Ötztal durch das Filmarchiv Austria in historischen Filmdokumenten aus 8 Jahrzehnten im Wandel der Zeit präsentiert. Bei der Neuauflage der Ötztal-Edition wurden nun bislang unveröffentlichte Filmdokumente aus den Jahren von 1912 bis 1991 sowie aktuelle Zeitzeugeninterviews als Dokumentarfilm veröffentlicht. Diese filmische Chronik über das Ötztal wurde in enger Kooperation mit den Ortschronisten von Sölden Ewald Schöpf zusammengestellt und bei den Ötztaler Filmtagen unter großem Interesse an 3 Abenden in den Gemeinden Sölden, Lengenfeld und Umhausen vorgestellt. Ja, ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen, vor allem diese Interviews. Das andere habe ich ja schon alles gekannt. Das habe ich oft durchgearbeitet, wir haben die Texte dazu gemacht und so weiter. Aber die Interviews waren ganz großartig. Die Leute haben toll geredet, sehr sinnvoll geredet. Es war wirklich großartig. Mir hat das gut gefallen. Und durch die ersten Gäste ist es besser geworden. Die haben dann ein bisschen Geld mitgebracht. Und dann ist der Aufschwung ist natürlich erst später gekommen. Aber für das Leben, was man gebraucht hat, ist gut gegangen. Da hat man dann leben können. Ja, ich bin sehr glücklich und vor allem sehr stolz und froh auf die Reaktion hier im Publikum. Ich glaube, der Film ist bei den Leuten, hoffe ich zumindest, sehr gut angekommen. Die Reaktionen waren großartig. Ja. Naja, die Filme, die liegen irgendwo und wenn sie lange liegen, dann haben sie dort, wo sie liegen, keine Bedeutung mehr. Also es ist manchmal passiert, dass wir Aufrufe machen. Wir machen eine Produktion, bringen Filme vorbei und wir bekommen sie nicht. Dann ist der Film fertig, wir zeigen den Film und die Filme werden vorbeigebracht. Das heißt, also, man muss den Film in Bewegung sehen, dass man seine Bedeutung erkennt. Und das Filmarchiv Austria ist eben die zentrale Stelle in Österreich. Und wer in 30 Jahren übers Ötztal sich für einen Film interessiert, der wird halt als erstes dort nachfragen und dort auch was finden. Früher hat es kein Pistengerät gegeben und dann hat man teilweise getreten und sonst ist man tiefschnell gefahren. Aber wie gesagt, die Leute, die haben mehr Kondition gehabt, dann ist das gegangen. Da war die Abfahrt eine schmale Schneise, nicht gewalzt. Das musste man, wer halt zuerst gefahren ist, hat es zuerst so die Spur aufgetan und dann so Nachmittag ist dann besser gegangen, da waren dann viele Spuren drin, ist besser gewesen. Aber die Skiverhältnisse waren nicht so wie jetzt. Jetzt ist alles angewalzt und ist alles glatt. Und früher konnte man noch einmal im Pulverschnee fahren. Ich habe das alles von Anfang an, wenn kein Lift in Google gewesen ist, bis jetzt mitgemacht. Das ist eine langsame Entwicklung gewesen. Heute weiß man, dass es halt besser war. Man soll als Nachgeborener nicht sagen, wie es bei den Alten gewesen ist. Ich zum Beispiel bin wirklich noch, ich spott hier und da mal im Alten Testament aufgewachsen. Das heißt in der alten Zeit. Ich bin meinem Vater auf die Bergwiesen raufgegangen, wir haben alles händisch gearbeitet, wir haben Heu getragen und so weiter. Also wirklich altertümlich, wie es früher war, aufgewachsen. Wir sind nicht arm gewesen, das müssen wir auch dazu sagen. Wir haben immer zu essen gehabt, wir haben immer zu Kleidung gehabt. Es ist uns eigentlich gut gegangen, auch wenn wir viel und schwer arbeiten haben müssen. Man hat früher mehr Zeit füreinander gehabt, weil es weniger Abwechslung gegeben hat. Jetzt halt durch die Fernsehen oder was es alles gibt, oder die Kinder fahren, man hat weniger Zeit für sich selber. Weil man will alles mitbekommen, hauptsächlich die jungen Leute. Und
immer früher ist gemütlicher gewesen, sagen wir so. Aber es ist der Fortschritt sicher nicht schlecht. Ihnen ist es noch nie so gut gegangen wie heute. Da brauche ich viel drüber sagen. Sölden TV. Hier bist du der Star.